Hey Leute, was geht und willkommen zu Top 5 Designs of the Week Nummer 24. Und ja, auf dem fünften Platz haben wir Shocks mit dem Banner für Stinger. Hier finde ich gut, dass er das Endportal, äh, Neta-Portal, wirklich mit, äh, dem Neta verbunden hat. Das ist auf der einen Seite die normale Welt das ist und auf der anderen, auf, also auf der rechten das, äh, Neta, also der Neta. Und, ähm, ja, ich finde auch hier, hier sehr passend, dass er so eine Bewegungs- Bewegungsunschärfe auf ein paar Teile gemacht hat, dass es so dynamischer aussieht. Und mir gefällt auch ziemlich gut die, die CC und den Effekt auf dem Schwert links. Finde ich ganz okay. Ähm, hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen, aber finde ich nicht schlecht. Finde ich nicht schlimm. Also, ähm, ja, guter fünfter Platz. Auf dem vierten Platz haben wir DRS. Weiß nicht genau. Um, für ein Banner, äh, ein Banner für It's Anima, ähm, um, hier, CC Cleaner, alles okay. So, ähm, um, hier finde ich auch schön, dass er Neta mit reingebracht hat. Ich finde die Schrift ist wirklich sehr, sehr geil. Um, links den Render finde ich das ganz okay, aber rechts finde ich den Render mit dem Hintergrund einfach frisch, richtig geil. Um, links, ja, ich weiß nicht, es sieht ein bisschen unbearbeitet aus, ich weiß nicht richtig. Um, aber mir gefällt es auch sehr gut, dass er das Reaper, ja, das Plugin, da benutzt hat mit diesen äh, drei, äh, Seilen. Um, Finde ich sehr passend und der Restränder gefällt mir echt so gut. Um, ja, das war der vierte Platz. Auf dem dritten Platz haben wir Hiroku Creative. Der Hero cool. Ähm, ja, hier hat er... Was geht da draußen ab? Ne? Äh, hier hat er Kevin Place ins End oder Force End gesetzt. Ja, Force End, da, da kommen halt Endermänner raus und so. Und ich finde den Effekt im End, also den er da benutzt hat, wirklich sehr, sehr nice. Ähm, ich finde die generell die Stimmung jetzt von den Banner, so, wenn man das sieht, einfach genial. Ähm, die Bearbeitung von den Rändern, ja, sieht okay aus. Ja, ja, ja. Und die Effekte in den Augen gefallen und die Schrift finde ich auch sehr interessant. Ähm ja, wird der Banner einfach gefallen. <laughs> so auf dem zweiten Platz haben wir Next Cito. Cito. Äh, ich weiß nicht genau. Sorry. Ähm hier gefällt mir dieses dieser Text richtig gut. Ähm auch mit diesen ganzen Pfeilen nach links und den Strichen, so wie man es bei einer Webseite hat, manchmal, glaube ich. Und ähm, ja, ich finde alles an dem Text nice bis auf diese zweite, fast äh, also so, naja, 50% schwarze ähm, Linien. Das finde ich ein bisschen zu viel. Ähm, also bei diesem dieser Kontur außenrum. Die Ränder finde ich nice bearbeitet. Der Hintergrund ist irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Also ihr seht da halt Spinnweben. Ich sehe da Enderman, aber mehr, vielleicht ein Schwert. Also ich kann nicht wirklich alles erkennen. Ähm, aber finde ich wirklich einen sehr, sehr geilen Banner. Und ja, das war der da Platz 2. So, auf dem ersten Platz haben wir Albans mit einem sehr, sehr geilen Banner. Hier hat er diesen Hansel-Style ähm, von der Mitte mit, dem, mit der Schrift mit reingebracht. Ich finde, es passt einfach richtig gut. Ähm, und vor allem der Render auf der rechten Seite, der die ähm, Extrusion von dem Endstone, finde ich einfach sehr, sehr geil. Ähm, sieht einfach irgendwie richtig echt aus. Und das Feuer vom Enderdrachen geht so, aber ich finde, wenn man das Banner anguckt. Man merkt einfach, dass alles irgendwie zusammenpasst. Das ist weiß und lila. Passt. Finde ich wirklich einen sehr, sehr geilen Banner. Jo, also sendet nächste Woche wieder eure Banner ein. Es waren wirklich ultra viele dabei. Ich glaube, es waren an die 80. Wirklich richtig krass. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.